Ei, Gude, wie? Es war nicht besonders dezent, Rafel. Er wollte, dass ich mal auf seine Videos reagiere. Ich hoffe, richtig ausgesprochen. Ich tue mich da immer ein bisschen schwer. Rafel? Sagt man dazu? Sagt man dazu? Soll ich einfach Ray sagen? Ray the Flying Squirrel? Freunde, Sonic-YouTuber. Und ich gebe dir die Chance. Verdien dir mein Abo. Ja, Freunde, wir gucken rein. Die Videos jeden Samstag 11 Uhr. 11 Uhr? Was ist das für eine Uhrzeit? Mitten in der Nacht oder was? Okay. Und die jetzt neuesten Videos, na gut, bis das hier online kommt, ist wieder ein neues da, aber ich gucke jetzt einfach. Dümmste Werbung aller Zeiten. Worauf soll man denn reacten? Die besten Sonic Level. Das würde mir, glaube ich, gefallen. Bestes DS-Spiel. Diese Sonic-Spiele kennt niemand, nicht mal du. Da fühle ich mich herausgefordert. Was sind denn die meistgeschauten Videos? Die besten Mario-Spiele. Merkst du was? Mehr Mario-Content. Die besten Switch-Spiele. Nee, die sind einfach Clickbait im Sinne von, das interessiert die Leute. Das googeln die. Da muss die Switch eine Enttäuschung. Was ein Clickbait. Sonic Frontiers gegen Mario Odyssey. Die schlechtesten Sonic-Spiele. Schlechter als Sonic 06. Ah ja, googeln wir mal. Ich mag Sonic 06. Das gibt eine Anzeige. Es gilt als eines der verpacktesten Spiele aller Zeiten, hat eine teils katastrophale Story, die Overworld in dem Game ist leerer als mein Hirn, wie auch immer das möglich ist. Wow, der Stift macht Farbe. Die Menschen darin sind fucking gruselig. It's no use! Und. Jedoch gibt es unfassbar viele Punkte, welches dieses Game zu einem Meisterwerk machen. Doch darum soll es heute nicht gehen. Wir reden heute über die richtig schlechten Spiele, also die noch schlechter als Kallus sind. Moment, da im Hinter... Ach, der hat Colors in der Hand, aber das ist doch Sonic Mania Plus. Guck mal, der macht den Stunt und dann fehlt das Spiel oder ist es nur umgefallen? Doch darum soll es heute... Nee, da liegt immer noch was drunter. Da müssen wir mal drauf achten. Was ist die Erklärung? Warum machst du das nicht zusammen? Meisterwerk machen. Doch darum soll es heute nicht gehen. Das ist Regal verrückt. Die richtig schlechten Spiele, also die noch schlechter als Colors sind. Denn das Sonic Franchise hat unfassbar viele Spiele. Und einige davon zählen sogar zu meinen liebsten Spielen aller Zeiten. Jedoch gibt es leider auch eine unfassbare Anzahl an richtig schrecklichen Spielen. Sonic in the Secret Rings hat eine der schlimmsten Steuerungsmöglichkeiten, die ich je in einem Videospiel erlebt habe. Sonic 1 für GBA ist einer der schrecklichsten Port der Videospielgeschichte. Sonic Spinball hat einen unfassbar nicen Soundtrack. Au! Und Sonic Schoolhouse ist, naja, Pac-Man, wo bin ich hier gelandet? Doch da das sonst den Rahmen sprengen würde, beschränken wir uns auf ein Spiel pro Konsolengeneration. Damit ähnlich wie bei Haribo-Schlümpfen viel Variation enthalten ist. Auch wenn diese Variation am Ende nur eine Ansammlung klebriger Masse ist. Also schnappt euch euren Chili-Dog, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen, gerne ein Abo und Like da lassen. Ja, der Schnitt hat auf jeden Fall was für sich. Ja, also wir gucken. Ey, die schlimmsten Sonic-Spiele, ich sag's jetzt mal direkt geradeaus. Die wirst du wohl nicht einberechnen von Tiger Electronics. Pass auf, ich ganz kurz, ne? Sonic Tiger Electronics. Das sieht so aus. Das ist ein Game & Watch. Aber es ist so... Du verstehst nicht, was da los ist. Der Soundtrack ist grässlich. Es macht keinen Spaß. Und es war meine Kindheit. Nee, das ist das zweite hatte ich. Aber wenn man das nicht zählen lassen will, Tiger Electronics 2. Das hier hatte ich. So, I will be muted. Hab ich auch schon in Videos gezeigt. Ich drifte ab. Ich mag Sonic 06. Sonic Schoolhouse ist, naja, Pac-Man, wo bin ich hier gelandet? Doch da das sonst den Rahmen sprengen würde, beschränkt... Sonst ist Sonic Schoolhouse schon ganz weit unten. Wir haben natürlich Sonic Jam für Sega, für auch Tiger Gamecom. Das ist auf jeden Fall zu nennen. Uns auf ein Spiel pro Konsolengeneration. Oder Arcade-Kram. Damit Haribo schlümpfen viel Variationen. Arcade-Kram wie... Gerne ein Abo und Like da lassen. Doch wir stürzen jetzt Waku Waku Sonic Patrol. Das erste Patrol Game in dieser Liste ist nicht mal das älteste. Denn Sonic Blast erschien im Jahre 1996 erstmals für Game Gear. Und ein Jahr später noch für Sega Master System. Und das auch nur in... Brasilien. Warum auch immer man Software für eine 8-Bit-Konsole nur ein Jahr vor Release der Dreamcast in ein solch random Land wie Brasilien veröffentlicht, man Software für eine 8-Bit-Konsole, nur ein Jahr vor Release der Dreamcast. Achso, das war Streamcast, ich dachte schon, hey. Ja, also Sonic Blast, wissen wir, habe ich auch gehatet, weil das im Vergleich zu den Vorgängerspielen Sonic Chaos, Sonic Triple Trouble stark abfällt. Und dieses nervige Aqua-Level haben wir aber letztes Jahr durchgespielt in Let's Play Sonic Origins Plus.
Filmcast in einem solch random Land wie Brasilien veröffentlicht, ist mir bis heute ein Rätsel. Dennoch glaube ich auf jeden Fall, dass das keine schlechte Entscheidung war. Denn das Spiel ist absoluter Arsch. Angefangen von der wirklich hässlichen 3D-Optik des Spiels. Ja, das zoomt doch auch nicht so groß. Selbst mein 2018er Let's Play, wo ich alles noch breit gezogen habe, war nicht breit gezogen. Da sieht man doch jeden Pixel. Dreimal. Die in ihren 8-Bit-Style einfach nur nach Vollkatastrophe aussieht, über den viel zu kleinen Bildschirm bis hin zur Blue Marine Zone, welche ohne zu übertreiben die schrecklichste Sonic-Zone aller Zeiten darstellt, kann ich über Sonic Blast nur kotzen. Ich meine, es ist ein fucking Labyrinth-Level mit Röhren und du siehst nicht mal, wo es dich hinführt. Auch die fürchterliche Steuerung davon hilft keineswegs, um diesen drittklassigen Level-Design des Spiels voranzukommen. Pack da noch ein ultranerviges 8-Bit-Gedudel drauf. Und du hast ein Spiel, welches wahrscheinlich von einem Praktikanten bei Sega innerhalb von einer Woche programmiert wurde. Ich meine, die Entwickler haben es nicht einmal geschafft, den scheiß Titelbildschirm auf Vollbild gestreckt zu bekommen. Sonic hat im Laufe der Zeit... Das waren auch die Brasilianer. Die Brasilianer wollten halt eine Master System Version. Die finden das nämlich geil. Die sind nämlich die Masters. Ja, aber die wussten, Game Gear war ja schon längst abgeschrieben. Das war ja ganz, ganz spät im Lebenszyklus. Und wie ich auch gesagt habe, wegen Sonic 3D Blast, also Flicky's Island, dass sie vielleicht sogar den Gedankengang hatten, wir zeigen den Leuten, wie gut Sonic 3D Blast ist, indem wir ein ganz schlechtes 2D Blast machen, um zu zeigen, wie viel besser und spaßiger 3D Blast ist. Gettet ihr? Schon so einige Racer erhalten. Manche iconic as fuck, andere legendär mit einem komplett eigenen individuellen Stile und andere zumindest solide für zwischendurch. Und dann gibt's Sonic Drift. Sonic Drift ist ein billiger Abklatsch von F1 Race, was ich in meiner Kindheit geliebt habe. Doch Sonic Drift, es funktioniert einfach nicht. Gab's vorher von Formel 1 auf dem Game Boy, gab's nichts Vergleichbares? Ich kenne auch Lego Racers für Game Boy Color, das sieht auch so aus. Sonic Drift ist kacke. Das hatten wir auch in Sonic Origins Plus nochmal thematisiert. Aus vielerlei Gründen. Denn hierbei ist nicht nur die Steuerung eine völlige Misshandlung. Nein, du kannst keine 3 Pixel weit schauen. Die anderen Fahrer, von denen es by the way nur 4 Stück im Spiel gibt, schleudern dich nach Nordkorea zurück. Verpiss dich, du! Wird mir stinken, wenn ich du wär! Und besetzen zu allem Überfluss gefühlt 2/3 der Strecke. Die Pisten sind unfassbar repetitiv, sowohl von den Layman-Settings als auch von der langweiligen Streckenführung. Und dabei hilft es nicht unbedingt, dass das einzige Element darin Kurven sind, bei denen du... Ja, aber man hätte ja sogar ein bisschen mehr Bildschirm nutzen können. Man musste aber Super Mario Kart mäßig den halben Screen nutzen, um die Karte einzublenden. Was Super Mario Kart auch nur gemacht hat, weil es ein Multiplayer F-Zero sein sollte, aber anderes Thema. Du instant rausfliegst und in irgendein random Objekt an der Seite krachst. Hinzu kommt noch ein sehr anstrengender Soundtrack und ein wohlverdienter Nachfolger. Wait, what? Dieser ist zugegebenermaßen ein bisschen besser aufpolierter und sieht für Game Gear-Verhältnisse gar nicht mal so schlecht aus. Aber ganz ehrlich, die Sonic Racing Games auf dem Sega Game Gear sagt... Ich glaube, wir haben festgestellt, dass Sonic Drift 2 irgendeine Verschlechterung auch mit dran hatte. Was die Steuerung? Es war zu viel los, ne? Es war irgendwie auch zu viel. Ne? Aber ich glaube trotzdem, aufgrund der vielen Verbesserungen, grafisch, inhaltlich, mehr Fahrer, mehr Items, war Sonic Drift 2 dann zwar besser, aber trotzdem, naja. Sag ich nur. Genug von diesem Scheiß. Ey, Rafael, ich muss ein bisschen was zensieren, Mann. Das geht doch nicht. Wie willst du hier so später mal Videos monetarisieren? Das ist doch nicht möglich. Oder monetarisiert er? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich. Wenn man sich das Intro von Shadow the Hedgehog erstmal anschaut, dann könnte man eigentlich denken, dass man hier einen Banger in der Hand hält. Und die CGI-animierten Ingame-Cutscenes von Blur Studio unterstreichen das nochmal. Allerdings sind die meisten dieser Ingame-Cutscenes leider auf Dreamcast-Niveau. Und das ist für 2005 schon ziemlich wack. Dennoch sehen die Locations darin wirklich ansprechend aus und das Konzept mit den verschiedenen Storylines ist auf dem Papier eigentlich nicht... Ey, Shadow the Hedgehog, viele sagen, wat ein geiles Spiel. Ja, oberflächlich. Die Story... gefällt. Die erzählen Sonic Adventure 2 weiter. Die haben sogar Sonic Adventure 2 Cutscenes, was auch irgendwie Stil hatte. Aber, und cooles Intro, coole Zwischensequenzen, cooler Soundtrack. Aber die haben irgendwas vergessen. Lass mich überlegen. Spielspaß. Ich meine, manche kritisieren auch schon Sonic Heroes bei so manchem Level, aber das ist nichts im Vergleich zum Shadow the Hedgehog. Überhaupt wie schnell die da Sonic-Spiele jedes Jahr rausgebracht haben, war ja der Wahnsinn. Das konnte ja nicht gut gehen. Leider, weil sonst würde ich es ja echt mögen. Auch die Idee mit den verschiedenen Story-Strängen oder, ne, es gibt ja hier 10 verschiedene Endings oder halt 300 noch was verschiedene Möglichkeiten. Nicht schlecht. Eigentlich. Denn um die feine Story zu erlangen, muss dieser Trümmerhaufen ganz 10-mal durchgespielt werden. Und ich dachte, Sonic Heroes wäre schlimm.
Cryronic hat alle 300 noch was Möglichkeiten gewählt. Also nicht nur jedes Ende, sondern auch jeder möglicher Weg. Viel Spaß das, 300 Mal durchzuspielen. Ich halte es nicht mal einmal durch. Als ich es gekauft habe, ja, als es neu war, habe ich mich irgendwie 4-5 Mal da durchgequält in verschiedenen Routen, aber es nervt einfach nur. Auch diese Mission irgendwie, töte alle Soldaten oder töte alle Aliens. Und dann fehlt einer das pure Kotzen, ehrlich. Ich wollte es auch Let's Playen. Ich habe Let's Play Parts angefangen. Part 1, Part 2. Und habe es abgebrochen und habe gesagt, ich lade das jetzt als ein Video hoch. Das existiert. Und es tut mir leid. Ich würde gerne die Klicks mitnehmen. Ne? Dass ich in den Suchergebnissen unter Let's Play Shadow the Hedgehog dastehe. Aber ich kann es nicht. Ich schaffe es nicht. Diese Story-Stränge erreicht man, indem man die jeweiligen Gegner umlegt, die sowohl die Hero- als auch die Dark-Seite vertreten. Heißt, wenn du viele Black-Arm-Soldaten und Eggman-Roboter umlegst, bist du auf der Seite von Sonic oder dem Präsidenten und umgekehrt auf der Seite von Eggman oder Black Doom den Schwanz. Oder du machst den Germ und bist ziemlich neutral unterwegs. Jedoch ist es ziemlich egal, welchen Weg du einschlägst, die da es sowieso nur eine Last-Story gibt. Und das ist mega unbefriedigend. Wie deine billige Dennoch macht das Gameplay darin echt Spaß und ist im Gegensatz zu Sonic Heroes bugfrei. Oder auch nicht. Vom allgemeinen Level-Design ist das ehrlich keine Vollkatastrophe und bringt ja auch hier und da einige nice Ideen mit das ein, die für ordentlich Variation sorgen. Jedoch sind die Level darin viel zu lang und overall lässt sich das... Also es ist halt wirklich so, die Story von Sonic Adventure 2 ist so populär und hier wird halt so vieles erklärt, ne? Warum die Eclipse Canon überhaupt existiert und so. Die Story ist wirklich nice, ne? Mehr Hintergründe über Shadow, weil nach Sonic Heroes war ja die Frage, ist Shadow jetzt auch so ein Androiden-Klon? Oder nicht, und danach wird es gar nicht mehr thematisiert in den zukünftigen Dingern. Ja, weil das in einem Shadow-Spiel aufgeklärt und erklärt wird. Hat keiner gespielt und keiner mitbekommen. Ich kenne die Story natürlich. Das Ganze echt mies steuern, weil Shadow einfach viel zu schnell beschleunigt und vor allem die Spawnphysik ist hart frustrierend. Das große Gimmick des Spiels sind natürlich die Waffen, mit denen du Peng Peng machen kannst. Das sind auch Androiden, ne, und die Gegner eben. Finde ich die Umsetzung davon echt okay. Sie erzeugen mehr Schaden als Homing-Attacks und so weiter. Und ich gebe zu, es macht schon irgendwie Spaß, damit herumzuballern. Auch wenn es for real manchmal etwas weird aussieht. Daneben gibt es dann noch einige Fahrzeuge, die, wie ich finde, echt überflüssig sind. Da sie leider den Speed aus dem Game entziehen. Und ich sollte auch nicht die Begleiter vergessen, welche Shadow mehr oder weniger unterstützen. Das wären zum einen Knuckles, Omega, Charmy. Moment, Charmy? Halt die Fresse! Was ich ebenfalls nicht am Game mag, ist, dass Shadow hier viel zu edgy dargestellt wird. Klar ist er im Gegensatz zu mir kein Fortnite-Kiddy, aber das war einfach nicht mehr der SA2-Shadow, den wir alle geliebt und verstanden haben. Dass sich sein Charakter überhaupt nicht mehr organisch anfühlt. Und ich bin insgesamt ehrlich, auch wenn Shadow der Hedgehog verdammt viele Probleme hat, sehe ich bei diesem Game zumindest das Potenzial dahinter. Da es mit seinem deutlich ernsteren Ansatz, der von einem exzellenten Soundtrack untermalt ist, in dieser düsteren Welt tatsächlich funktionieren hätte können. Hat es aber nicht. Oh, und die Bosse darin sind wirklich scheiße. Fast so scheiße wie... Und Leute verteidigen das, was Metacritic sagt, 45. Es hatte Potenzial. Sega hätte sich einfach nochmal doppelt so viel Zeit für jedes Spiel nehmen müssen. Wie funktionieren hätte können. Hat es aber nicht. Guck mal, die User-Wertung ist mal wieder höher. 45. Leider verdient. Ihr habt gar keine Ahnung, wie wenig Spaß das macht, so vom Gamen. Oh, und die Bosse darin sind wirklich scheiße. Fast so scheiße wie der Endboss in Sonic 4 Episode 1. Und das ist auch das nächste Game in unserer Liste. Der Ansatz von Sonic 4 ist klar ersichtlich. 90er Jahre Vibes und yalla. Aber das Game hat es ja mal sowas von hart verschissen. Ey, ich bin ein Verteidiger von Sonic 4. Ne, das lasse ich mir nicht nehmen. Angefangen beim Titlescreen Sonic gibt's deine Hand gut, erlebt man in diesen äußerst eintönigen Plattform ganze 4 Zones, was sogar noch weniger ist als in Sonic 1. Uff. Und dann wurden auch noch die lame ausgelutschten Settings aus den Classic Sonics reused. Und da war ja Absicht. Und das heißt natürlich auch wieder Green Hill Zone. Nice! An für sich wäre das Splash Hill. Das ist nicht mal allzu schlimm. Doch dieser Handy NSMB-Look ist alles andere als ästhetisch. Und wenn ich ein Reboot an die alten Teile spiele, dann sollte es sich zumindest auch im Ansatz zu steuern lassen. Tut es aber nicht. Weil hier jegliches Moment... Ja, das war tatsächlich ein bisschen merkwürdig, ne? Das Beschleunigen und auch die Gegner sind komplett falsch am Platz. Das sind Launch-Base-Zone-Gegner. Da dachte ich mir, was suchen die in Splash Hill? Ich mag die Grafik, ich mag irgendwie, dass wir Modern Sonic im Classic-Stil haben. Ich mag auch die Musik. Ich bin halt ein Retro-Kiddy und ich Retro irgendwie mit geiler Grafik. Ich finde es jetzt nicht krass, aber... ich mag Sonic 4 und ich mag vor allen Dingen Episode 2 noch deutlich mehr. Und denen wird oft Unrecht getan, scheinbar auch von Ravel. Momentum fehlt. In den legendären Classic-Teilen baut Sonic schnell seine kinetische Energie auf, lässt sich präzise steuern und belohnt dich dafür, dass du nach und nach mit der Steuerung vertraut wirst, die Stages in deren genial designtes Level-Layout beherrscht und immer besser und besser darin wirst. Sonic 4 macht aus diesem Konzept jedoch das hier.
Du baust hier keine Geschwindigkeit durch Sachen wie den Speedboard auf. Ja, das da. Auf. Der Übergang. Das habe ich nicht verstanden, diese U-Kurve, dass du da nicht beschleunigst. Normalerweise, du drückst nach unten und Sonic wird schneller und das passiert da einfach nicht. Du baust hier keine Geschwindigkeit durch Sachen wie den Spinball auf. Der Übergang vom Laufen in den Sprint ist alles andere als akkurat. Und zu viele Gegner und andere Elemente sind einfach so random platziert, dass du oft keine Chance hast auszuweichen. Allgemein fühlt es sich so an, als hätte Dims, die zuvor Banger wie Sonic Rush entwickelt haben, in diesem Spiel einfach nicht verstanden hat, wie Sonic in 2D funktioniert. Denn das Leveldesign, welches seinerzeit mit einer stufenlosen Bewegung anderen Plattformen und Welten voraus war, es wurde zwar übernommen, aber es funktioniert überhaupt nicht. Weil Sonic die ganze Zeit auf Abhängen klebt, als wäre er Spider-Man auf Wish gestellt. Doch das Schlimmste an dem Game ist wie vorhin schon angeteasert. Da macht er mich jetzt aber platt, ne? Jetzt macht er mich argumentativ ein bisschen nass gerade. Ja, aber Dims ist halt wirklich... Ich bin auch kein großer Dims-Fan. Endboss. Keine Ahnung, was für Drogen man sich da reingepfeffert haben muss, um auf solche Ideen zu kommen. Aber dieser Fight gegen Eggman war bodenlos. Er ist nicht nur viel zu lang und hat total unfaire Hitboxen, sondern du weißt auch nie, wann du Schaden austeilen kannst und wann nicht. Overall ist einfach überhaupt kein Muster zu erkennen. Und als ich diesen Rotz nach 12.000 Versuchen endlich mal geschafft hatte, fiel einfach der Boden auseinander, weil ich nicht gleich nach rechts gelaufen bin. Ich hätte zwar nie gedacht, dass ich das jemals sagen würde, aber das war noch mein ganzes Level erbärmlicher als der Time Meadows Chance. Selbst die Musik in dem Game hört sich einfach nur trashy an. Und sogar im Intro von Sonic Mania sieht man einfach nur, dass Sega hier einfach nur vergessen machen will, was einige Jahre zuvor passiert. Ja, Sega steht nicht dahinter. Es kam nicht gut an. Aber ich habe eine rosarote Brille für Sonic 4. So, jetzt mal Schluss. Aber sag dir jetzt noch was zu Episode 2, weil die ist halt wirklich besser. Passiert ist. Es gibt warum auch immer eine zweite Episode, die ist... Weil es von Beginn an geplant war. Zwar ein bisschen besser, aber dieses Spiel hat die 4 im Titel nicht verdient. Wie deine Belegung... Wenn man über den Tod von Sonic spricht, dann wird meiner Meinung nach viel zu wenig über Sonic Lost World geredet. Und das hat einen einfachen Grund. Sonic Boom. Nein, nicht dieser Banger, sondern Schallknall, Aufstieg des Untertitels. Und bei dem Spiel kann ich nicht anders als... Ich kann denselben Joke nicht nochmal bringen. Wie konnte Sonic Boom nur so scheiße werden? Sonic Boom sollte... Was bringt er für Einsatz für seine Videos? Das geht doch gar nicht. Darf's nicht. Zu viel Einsatz. For Real mal ein eigenes großes Spin-Off innerhalb der Sonic-Reihe werden. Und das hat, sage ich mal, so mäßig funktioniert. Sowohl von den desaströsen Verkaufszahlen... Die wussten, dass das nächste Sonic-Spiel vom Sonic-Team nicht wie Generations zwei Sonics haben soll. Classic Sonic und Modern Sonic, sondern drei. Und deswegen mussten die ein neues Universum erschaffen. Das war der Plan, um später Sonic Forces zu machen. Haben sie dann nicht mal gemacht, sondern zu einem Avatar erstellt, der sich mit diesem komischen Beam an den Vorsprüngen festhält und so, an diesen Grindstangen deswegen. Aber das war der Plan. Und ich hasse die Untertitel von Sonic Boom. Lyrics Aufstieg, der zerbrochene Kristall, Feuer und Eis. Also von den Ratings, ich meine... Alter, 32. Beim 30er Rating ist jetzt nicht ganz das Gelbe vom Ei. Und das Gelbe. Aber, jetzt muss man sagen, wenn du mit der Erwartung reingehst, 32er Rating Durchschnitt, dafür ist es passabel. Hat er nicht gesagt, der Markus, oder? Also, für mich ist es eher so ein 5 von 10 Spiel statt 3 von 10. Also, ich finde es spielbar. Ich habe es schon mehrfach durchgespielt und ja, man sieht Probleme, aber ich finde es erträglich. Weil es auch irgendwie Abwechslung hat und dann kommt da mal ein bisschen Story und dann machst du dich über den Fehler lustig so und dann verzweifelst du an dem Boss, dann machst du diese Kackrätsel, also Abwechslung ist da. Im Normalfall funktioniert es auch meistens, aber man verläuft sich und so. Game hat wirklich viele Glitches. Wow, my head's spinning! Mir ist natürlich bewusst, dass das Spiel wegen dem Sega Nintendo Deal Wii U exklusiv wurde. Was verheerend für die CryEngine war, da diese nicht... Das ist ein Spiel, das wird verloren. Und wisst ihr was? Ich habe noch Sonic Boom Original verpackt. Ich habe mehrere hier. Und das wird noch wertvoll. Aber das hat ja keiner gekauft. Und das gab's nur für Wii U. Ist nicht auf die Switch geportet worden. Ich bin dafür. Ported Sonic Boom. Warum kriegt das keine Fan Remake Edition? Nicht für eine solch leistungsschwache Konsole mit Gamepad ausgelegt war. Sonic Boom konnte deshalb und wegen der viel zu geringen Entwicklungszeit daher nie gut werden. Doch wenn man das alles mal ausblendet, sind selbst die Akzente vom Spiel eine einzige Hinrichtung von A bis Z. Ich weiß... Ja, gibt es noch mehrere Gründe, nicht nur die Entwicklungszeit, sondern die Entwickler sind halt abgehauen, weil die sich dachten, oh, das kriegen wir niemals hin. Und der erbärmliche Haufen, der zurückblieb bei Big Red Button, musste das ausbaden. Was ist aus den Entwicklern heute geworden? Ich weiß nicht, was man sich bei den Character Designs gedacht hat, dass sie super eintönig und viel zu langgezogen aussehen. Vor allem Knuckles hat's hier mies gehittet. Die Dialoge sind in dieser belanglosen Story genauso wie in Sonic. Man wollte den neuen
Man wollte die neue Etappe erreichen. Wäre das gut angekommen, wären die Designs geblieben. Ich weiß aber trotzdem nicht, wie man auf die Idee kam, irgendwie Halstücher und Bandagen zu verteilen. Einfach, das ist richtig random. Lost World oder Color, super unangenehm und absolut cringy. And you know what makes you weak? Your loyalty to your pathetic friends. Shadow wurde hier katastrophal geschrieben und ist genau wie Metal Sonic völlig deplatziert. Metal Sonic und Shadow wurden als Rettungsanker eingefügt, relativ spät, als man schon merkte, oh Mann, das Spiel wird schlecht ankommen. Oder zumindest, oh, die Leute, die haten schon unsere Character-Designs, weil Shadow und Metal Sonic sind ja fast gar nicht verändert. Vor allen Dingen Metal Sonic sieht ja aus wie immer. Das sollte so ein bisschen die Stimmung retten. Deswegen wirken sie auch so deplatziert in der Story. Die Story, die auch nicht zu Ende gedacht wurde. Die Overworld ist leerer als in Sonic 06 und ich hasse es, wie langsam man sich fortbewegt. Die Overworld ist wirklich scheiße. Man verläuft sich. Hinzu kommen noch Rätsel, die unfassbar belanglos sind und ein super nerviges Kampfsystem, das nur aus erbärmlichem Buttongespamme besteht. Und du hast ein ganz besonderes Spiel, welches dich mit seiner unterirdischen Grafik und Blasenmusik zu Selbstmordgedanken treibt. Dieses Game war ohne Witz der Hauptgrund, warum ich jahrelang von Sonic die Finger ferngehalten habe. Und das auch aus guten Gründen. Denn dieses Spiel sackt, gilt als eines der grottigsten Videospiele ever. Sonic Boom, das schlechteste Sonic-Spiel aller Zeiten. Aber niemand erwartet das, was ich Ihnen jetzt zeige. Darf ich vorstellen, das 1&1 Smartpad. Mit einer Ausnahme. Nimmt das richtige Sonic Jam, oder? Sehr gut. ich dachte, jetzt kommt noch was zu den 3DS-Teilen. An für sich sind die 3DS-Sonic-Boom-Spiele besser. Aber das macht sie langweiliger. Deswegen mag ich das Lyrics-Aufstieg mehr. Hä? Deswegen würde ich Lyrics-Aufstieg irgendwann vielleicht sogar wieder Let's Playen. Und die 3DS-Spiele nicht, weil die sind einfach nur nervig langweilig. Sonic Jam für Tiger Gamecom. Ich weiß ehrlich nicht, was ich zu diesen Verbrechen alles sagen soll. Eigentlich ist es ja eine Collection der klassischen Mega. Ihr könnt ja meinen Let's Test angucken, falls ihr euch erinnert, ne? Da wisst ihr ja schon Bescheid. Also wenn wir irgendwie, ja, wenn wir richtige Konsolen einbeziehen und nicht Arcade und nicht Game & Watch-artige Tiger Electronics Sachen, dann ist das vermutlich wirklich die größte Unverschämtheit, die lizenziert wurde. Mega Drive Sonics. Wo zur Hölle ist bitte Sonic 1? Aber das ist eigentlich ziemlich egal. Sonic 1 ist alt, das wollten die nicht, das ist nicht mehr cool und hip. Was vom Level-Design sowieso nichts mit den anderen Ablegern zu tun hat. Grafisch ist es natürlich unterwältigend und läuft in stabilen 5 FPS. Wie? Der Bildschirmausschnitt ist noch kleiner als der Schwanz von Donald Trump. Der Soundtrack verursacht Hirntumor. Und stoppt einfach, wenn man Ringe collectet. Ich glaube, mein Emulator damals nicht so richtig funktioniert. Also ich habe schon so oft verschiedene Möglichkeiten gehört, wie sich Sonic Jam für Tiger Gamecom anhören soll. Und das war jetzt schon wieder. Aber wenn das hier wirklich von der Hardware gespielt ist, dann wird sich's wohl so anhören. Die Spielphysik macht weniger Sinn als in Sonic 4, wie auch immer das möglich ist. Die Special Stages sind... Okay, ich denke, ihr versteht, was ich meine. Auch der Bildschirmausschnitt. Du glitschst durch den Boden, manchmal fällst du einfach dann in den Tod. Du kannst keinen Speed aufbauen, du wirst ja quasi zurückgedrängt. Das ist der Wahnsinn. Meine. Denn ich glaube, for real, dass ich hier nicht übertreibe, wenn ich über eines der katastrophalsten Videospiele aller Zeiten rede. Deshalb... Fick dieses Spiel und nimmt es vom Markt! Das war Fire, Bro. Ich möchte mal betonen... Was ist euer Hass-Spiel aller Zeiten rede? Deshalb... Fick dieses... Das ist Fire, Bro. Zu Zeiten, wo ich schon 2012er Let's Player war mit 50.000 Abonnenten, war Fire, Bro, das Kitty. Spiel und nimmt es vom Markt. Was ist euer Hass-Sonic-Game? Lasst mich das gerne in den Kommis wissen, schaut gerne auch die Videos zu den richtig guten Sonic-Spielen an. Um keine weiteren Videos mehr zu verpassen, Abo und Like da lassen und Discord abchecken. Aber ich bin jetzt erstmal Game Over and Out. Let's Play Markus, was? Ja, war das jetzt ein gutes Beispiel? Ja, komm, hier, da machen wir kein Geheimnis drum, Rafel. Aber, was würdest du für Videos noch empfehlen? Welche Videos würdest du noch sagen, die muss man sich angucken? Alle. Alle würde er sagen. Aber hat mir schon ganz gut gefallen, da erkennt sich aus, er hat Effekte drin, da muss man sagen, also, das haben wir uns mal angeguckt und schaut gerne auf seinem Kanal vorbei. Für mehr dieser Art. Warum Mario nie ein gutes Spiel war. Das ist so eine Parodie. Ich glaube, wir müssen nochmal reinlucken hier und da. Okay. Ja, jeden Samstag 11 Uhr neue Videos. Aber das war's für den Moment. Haut rein, danke fürs Anschauen, Daumen hoch und bis dann und ciao.